So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, habe ich wieder alte Booster gekriegt. Und zwar Dinosaurier-Attack. Ich habe hier insgesamt 60 Stück liegen. Pro Haufen 15 Stück. Also 30 rötlichen Ton und 30 blaulichen Ton. Da ich hier jetzt das Video angekündigt habe mit einem blaulichen Foto, öffnen wir jetzt mal nur ein paar blaue Booster. Keine Angst, nicht alle. Und wenn sie euch gefallen und ihr noch Spaß an die alten Booster habt, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, werde ich unter ein Video verlinken. Das ist ganz klar. Und natürlich, wenn ihr wollt, werde ich noch weitere Booster öffnen. Und ihr müsst mir jetzt helfen, welche was wert sind oder auch nicht. Die sind, glaube ich, schon. Ah, zwischen 1 und 2 Jahre alt. So genau habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber wer sie damals mal gesammelt hat und darüber Bescheid weiß, möge mir gerne posten. Oh, wie ich gerade sehe, sind da auch ein paar Comics-Motive drinne. Aber sonst, ja, da kommen noch mehr Comic-Motive. Auf jeden Fall postet mir Hauptsache davon auch. Seltene gibt, wertvolle Karten gibt und und. Würde mich echt interessieren. Vielleicht werde ich dann noch ein paar andere Booster vor die Kamera öffnen. Weil jetzt habe ich erstmal 60 Stück mir besorgt. Ist ein bisschen glänzenhaft, wie ihr seht, in Gold. Vielleicht ist ja was wert, das weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, in diesem Video geht es nur um die blauen Booster. Ich habe nur eben die zwei Sorten Booster entdeckt, blauen und einen rötlichen Ton. Na, muss ich doch die Schere öffnen. Pro Booster, wie ihr gesehen habt, 9 Karten drin. Und wie gesagt, wenn es da wertvolle Karten und seltene gibt, postet mir bitte, würde mich echt interessieren. Und wer sich für so alte Booster oder Karten interessiert, ich werde versuchen, unter ein Video zu verlinken, wo es die sicher, bequem und günstig zu bestellen gibt. Aber jetzt bitte postet mir alles über die Booster, was es darüber gibt. Weil wie gesagt, ich habe sie nur entdeckt. Deswegen habe ich mir 30 blaue und 30 rötliche Booster besorgt. Alles andere hoffe ich auf euch. Ein paar Netze hier, diese glänzenden, die sehen richtig schön Motive aus. Also wie gesagt, wer sie mal gesammelt hat, weiß, wie alt sie ungefähr sind, möge mir auf jeden Fall posten. Und natürlich auch, ob es davon eine Sammelmappe gibt. Würde mich auch interessieren. So sahen sie von hinten aus. Oder immer noch. Ja, so ein paar Comic-Motive sind auch nicht schlecht, wie ich gerade festgestellt habe. Also ich kann mich wirklich an diese Serie gar nicht erinnern. Sie ist komplett an mir spurlos vorbeigegangen. Wie ihr seht, in jede Karte ist so eine leicht glitzernde drinne mit so einer Art, was soll das sein, 3D-Effekt oder so, könnte man fast dazu sagen. Neun Stück, da steht es. Also wie gesagt, wenn ich noch mehr von diesen Karten oder Booster vor die Kamera öffnen soll, postet mir auf jeden Fall. Würde mich echt interessieren, ob da draußen noch welche sind oder zuschauen, die daran ein Interesse haben. Wenn ihr mehr über diese Karten oder Booster wisst, postet mir auf jeden Fall. Und wenn es davon eine Sammelmappe gibt.
weil ich habe wirklich noch nicht nachgeschaut. Ich habe sie vorhin bekommen und habe sofort an euch gedacht, die Booster vor die Kamera zu öffnen. Deswegen ist das auch alles Neuland für mich. Kommen wir jetzt zum letzten blauen Booster für heute. Weil es sind ja doch immer 9 Stück drin. Es dauert ja was. Und ich möchte ja auf jeden Fall noch die rötlichen öffnen. Ein paar. Und ihr postet mir dafür, wie alt sie nun wirklich sind. Ob es seltene davon gibt, was sie wert haben und alles, was ihr wisst. Ihr wisst, ich lese gerne eure Post durch, auch wenn ich nicht sofort darauf antworte. Den hatte ich jetzt, glaube ich, schon öfters gehabt. Und wieder eine mit diesem Effekt. Also, das waren jetzt die blauen Booster. Ich werde noch ein paar rote Booster öffnen in ein anderes Video und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.